steht ein besonderer Tag an. Wir gehen heute zu meinem Abschluss. Vorher muss ich aber noch arbeiten, das heißt, es wird heute ein bisschen hektisch. Die Veranstaltung fängt um 6 an. Ich arbeite bis 6 Uhr. Ich muss das jetzt gleich klären, ob ich 15 Minuten vorher rausgehen darf. Aber dann gehen wir zu meinem Abschluss. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich muss mich bei der Arbeit umziehen. Das heißt, ich kann das nicht jetzt machen, weil ich mich sowieso dann wieder umziehen muss und so weiter und so fort. Deswegen packe ich alles hier drauf. Also, ich habe jetzt geduscht und wir fahren jetzt gleich los, aber erstmal muss ich noch meine Haare föhnen. Jemand hat mich mal gefragt, was ich für Produkte benutze, quasi in den Kommentaren hat mich jemand gefragt. Ich fange meist immer an, also es gibt halt nicht viel zu sagen, deswegen mache ich das einfach in einem Vlog. Das erste, was ich immer mache, ist, ich föhne meine Haare so, wie ich sie direkt haben möchte. Nachdem ich meine Haare geföhnt habe, benutze ich ein Haarspray. Momentan habe ich hier Got to be Strandmatte. Die sind ein bisschen teuer, aber ja, erfüllen ihren Zweck. Ich finde das aber nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer, die ist sogar voll, und zwar Volume Lift. Ja, das benutze ich jetzt auch. Ich weiß nicht, warum die voll ist. Ich dachte, die wäre leer. Hat wahrscheinlich jemand neu gekauft. Stärke 4, weil ich finde, die finde ich am besten, weil wenn ich zum Friseur gehe und möchte nicht vorher aussehen wie, ja, keine Ahnung was, kann man die einfach ausbürsten quasi. Der Friseur geht dann einfach mit dem Kamm durch und dann ist das Haarspray auch raus. Und deswegen benutze ich immer Size, ja, Volume Lift in Blow. Und ganz einfach drauf sprühen, weil ich mag das nicht, wenn meine Haare zu sehr nach Gel aussehen. Ja? Ich mag das, wenn es so ein bisschen matt ist, wenn man wirklich kaum Haarspray oder irgendwas anderes sieht. Deswegen tue ich seit sehr, sehr langem gar kein Gel mehr rein. Also ich benutze gar kein Gel mehr. Außer ich muss jetzt wirklich irgendwie aussehen wie geleckt, dann benutze ich auch Got to be Strandmatte, auch dasselbe. Oder ich benutze das orangene Eye Stylers. Benutze ich auch für meinen Bart, also das sind ja auch Haare. Ich tue Bartöl rein, damit ich die ein bisschen pflege. Da reicht ein minimaler, ja, das ist zwar teuer, das Ding, aber man benutzt meist nicht so viel davon, deswegen, da ich sowieso nicht so einen riesen Bart habe, ich werde ab jetzt der Beauty Emin genannt, bitte. Dann ist die Frage hiermit geklärt. Ich bin leider schon zu spät, deswegen fangen wir auch direkt an. Jo Leute, ich bin jetzt auch am Start. Der Emin ist jetzt noch beim Kurs. Und wir müssen uns jetzt gleich umziehen und dann zu seiner Schule gehen, sein Zeugnis abholen. Und ich werde auf jeden Fall auch alles filmen, wenn der, ich weiß nicht natürlich, ob der jetzt vorne zur Bühne gehen wird oder so, aber normalerweise ist das ja immer so. Deswegen werde ich das einfach filmen, wie der Emin doch sein Abitur besteht, würde ich mal sagen. Ne? Ready to go. So, an unserem Beispiel seht ihr jetzt, wie man das nicht machen sollte, wenn ihr mit einem Paar draus geht zu einer Veranstaltung. Und zwar, ich bin blau und sie ist grün. Ja, man sollte schon abgestimmt rumlaufen. Ich würde aber jetzt nicht für den Abschluss einfach ein neues Hemd kaufen oder so. Deswegen, ja, ist es heute einfach mal so gekommen. Wegen Beauty Emin muss ich noch eine Sache sagen. Vergesst definitiv nicht, wenn ihr euch irgendwo draußen umzieht oder so, eure langen Socken nicht, wenn ihr euren Anzug mitnehmt, weil bei mir sieht das jetzt einfach beschissen aus. Ich habe einfach kurze Socken auf einem Anzug. Das sieht so... Ja, aber das machen heutzutage die Leute auch. Ja, aber nicht mit so einem, aber nicht mit so einem langen, weiten, unten Dingsbums. So weite, ja, egal, vielleicht sieht das ja, ich weiß nicht, sieht das cool aus? Ist okay, sie sagt einfach, okay, ich habe einen Anzug an, weißt du, normalerweise sagt man so, oh, so, du meinst das, wie, du meinst deine Socken. Wie cool du aussiehst. Ich hab gerade, ja, ist okay, wie süß du aussiehst oder so, ich hab aber... Ich habe gerade eben gesagt, du siehst süß aus. Also ein Tipp jetzt, ne, von Beauty Elif, ne? Also ich würde ja vorher, wenn ich einen Abschluss habe, fragen, Schatz, was ziehst du an?
Und dann sagt man ja, ein grünes Kleid, ne? So, hab ich gemacht. Man hat ja nicht 10.000 Kleider zu Hause. Hab ich gemacht. Ja, aber heute, weißt du, er kommt, fragt mich einfach heute, was siehst du an? So fast schon vorher. Und ich so, ja, grün. Weil ich halt gerade kein anderes Kleid hab, was so fein aussieht und die anderen halt für die Hochzeiten sind. Ja, und dann meint er so, ja, ich hab blau. Ich so, ja, super. Und der Mensch selber darf sich waschen? Nein, der auch nicht. Alle 2 Monate. Okay. Sonst gibt es ein Problem mit der mit dem Hämoglobinhaushalt. Und das bringt dich natürlich komplett durcheinander. Das ist natürlich das komplette Problem, ja. Proteins sind immer ganz wichtig, aber auch immer alle 2 Monate kurz ein Chicken, Hähnchenschenkel und das war's. Ja, mehr brauchst du nicht. Das, was die ganzen Fitness-YouTuber sagen, das ist alles Bullshit. Ja, ein Chicken-Stück reicht vollkommen aus, um eure Nahrung halt zu euch zu nehmen, um auch Muskelaufbau zu ermöglichen. Elifs Lieblingsauto, einmal kurz. Hat man hoffentlich gesehen, Mustang. Emin hat doch sein Abitur. Ja, ich habe mein Abitur doch bekommen. Und, ich bin durch. Hi. So, wir haben es geschafft. Ich habe mein Zeugnis. Also man merkt, ne, dass man auf jeden Fall fröhlich ist darüber, so ein wundervolles Zeugnis zu sehen. Ich bin zufrieden mit mir. Wir sind jetzt genau wie beim selben Bild, ja, wie gestern. Und zwar stehen wir jetzt gerade vor Rewe. Wir haben uns lecker Sachen geholt. Ich habe das Gefühl, wir essen nur in dem Vlog, oder? Kann das sein? Ja, das sieht so aus, als würden wir nur essen, aber eigentlich essen wir voll wenig. Ja, ich sag ja gestern Weihnachts Gebäck hier. Lömlöm. Und wir haben hier 2 Connys. Sie weiß noch gar nicht, aber ich habe es extra geholt, damit Edi voll schön, weil sie mag das ganz sehr. Ja. Ja. Tschö. Tschö. Tschö, bis gleich. Tschö. Hallo. Was gibt Schöneres als einen romantischen Abend am Schloss? Ja, denn wir sind hier gerade in einem Schloss und ich fühle mich direkt wie eine Prinzessin. Ja, weil er eine ist. Richtig. Und ich bin Hallo. Ja, richtig. Wie geil das einfach aussieht, oder? Ja, also live sieht es einfach besser aus. Ja, live sieht es definitiv besser aus. Und wir machen ein romantisches Beisammensein stehen. Reden. Ja. Richtig. Solltet ihr auch mal machen. Glaub, hier, an einem Schloss. Ich glaube, die Nacht hier kostet so locker 6.000 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung. Absolut. Das war ein, ganz früher war das hier irgendwie ein Schloss von einem König oder sowas. Und jetzt ist das ein Hotel, ne? Und jetzt ist das ein Hotel. Und das gehört einfach der... Gehört das der Allianz oder so? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, irgendwem gehört das. Bayer oder sowas? Also, hier sind diese Fenster, ne? Und dahinter, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, die werden einfach zu dritt bedient oder so. Bei denen läuft. Also, und dann, Elif, zeig mal kurz, wie die das machen. Zeig mal kurz, wie die das machen. Ja, man sieht dich. Guck mal, der Typ kommt mit dem Tablett, ne? Der kommt so. Und dann kommen so 2 andere, nehmen aus dem Tablett die Dinger so. Die sind so Brett. Dem Schloss Beensberg. Heute wird auch nichts mehr passieren. Also das ist unser letzter Take quasi. One take. One break. Letzter Take. Und wir sagen einfach mal abonnieren, kommentieren, Daumen hoch. Und wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, kriegt ihr keine Kicks mehr und auch keine Dose. Und auf jeden Fall unten in die Kommentare Beauty, Emin und Prinzessin schreiben, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Du bist aber mein. Ja, ich bin Elis Prinzessin. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.